Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute die wunderbare Veronika bei mir begrüßen darf. Liebe Veronika, herzlich willkommen. Danke dir. Ich freue mich auch mega, dass ich hier sein darf. Arbeite ja als Coach und psychologischer Berater und begleite Menschen auf dem Weg ihrer eigenen Veränderung. Veronika, du machst inzwischen nebenbei sowas Ähnliches und auf diesem Wege haben wir uns irgendwann mal kennengelernt. Weißt du noch, wo und wie das war? Ja, genau. Ich mache das auch nebenher, das Coaching. Und ich begleite Menschen in ein zufriedenes und glückliches Leben, indem wir innere Kritiker ausschalten. Das ist so der Hauptfokus. Wir haben uns über Good Vibes kennengelernt. Das doch, ne? Also da waren wir Genau. beide, da war ich bei Good Vibes, habe da ein bisschen unterstützt und du warst da als Gast und da haben wir uns irgendwie kennengelernt, danach connected und dann war das irgendwie eine super angenehme Verbindung und dann hat sich mal ergeben, dass wir uns auch live getroffen haben. Was So sehr ist cool es, war. genau. Ja. Genau. Good Vibes ist ja so eine Speaker-Plattform vom Timo. Da habe ich ja inzwischen auch meine Keynote gehabt vor, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ein paar Wochen. Und Ende letzten Jahres hat mich dieses Format tatsächlich ja dabei begleitet, als gerade bei mir so diese ganzen Schritte losgingen, die so ein bisschen mich vorbereitet haben auf meine nicht nur innere Reise, auf der war ich ja schon, sondern auch auf die äußere Reise. Und dabei haben wir uns dann kennengelernt, aber irgendwie so ein Vibe da und dann haben wir mal irgendwann miteinander telefoniert und irgendwie war da so eine immediate connection irgendwie. Genau, ich kann es auch nicht anders beschreiben, es war halt einfach so. Ja, und dann haben wir irgendwann mal telefoniert miteinander und haben uns ausgetauscht und im Dezember war ich dann tatsächlich auch irgendwann mal bei dir. Wie ist es denn da dazu gekommen, weißt du noch? Da warst du irgendwie unterwegs zu einem Coaching, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war, glaube ich, im Rahmen des Coachings, das du da gemacht hast. Und da hattest du irgendwie, ich glaube, Mastermind hier in der Gegend. Und da habe ich gesagt, komm doch einfach vorbei, ja, und lass doch einfach uns mal so connecten und uns mal kennenlernen persönlich, ja, weil es ja doch nochmal, wir spüren zwar, glaube ich, beide sehr, sehr gut Energien, ja, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man den Menschen auch mal live trifft. Ja, und das war einfach Absolut. total tiefenentspannt und total gechillt, also so wie man dich halt auch erlebt, ja, finde ich. Ja, da hatte ich einen Schlafplatz gesucht, als ich spontan nach Mannheim im Dezember geradelt bin. Wenn man das halt so tut, ja. Einfach mal von München losradeln und gucken, ob man Mannheim ankommt, was natürlich nicht der Fall war. Aber das ist eine andere Story. Heute geht es ja darum, so ein bisschen dich kennenzulernen, wie letztlich dein Weg so aussieht und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und ein Verbindungspunkt, über den wir ja gerade im Vorgespräch auch schon gesprochen haben, ist die wunderbare magische Insel Kreta. Was ist denn an dieser Insel für dich so magisch und wie begleitet dich diese Insel in diesem Prozess? Boah, da muss ich jetzt gucken, dass ich mich kurz fasse. Wir haben Zeit. Also, die Insel Kreta, also ich bin halb Griechin, aber dann fragen immer alle Leute, kam dein Vater aus Kreta? Also mein Papa war Grieche. Der kam aber nicht aus Kreta, sondern aus Evia. Das ist eine Insel am Festland. Und einen richtigen Connect zu Kreta hatte ich nie. Ich war mal nach der Schule mit einer Freundin da. Dann war ich mal mit einem früheren Partner mal dort zum Urlaub. Und der erste richtige längere Connect war dann, als ich geheiratet habe. Da war irgendwie meinem Ex-Mann und mir, also ich bin mittlerweile auch schon wieder geschieden. Da war meinem Ex-Mann und mir irgendwie klar, wir wollen nicht in Deutschland heiraten. Und dann war erst so Spanien auf der Agenda und das geht aber nicht, wenn man da nicht gemeldet ist, dann kann man da nicht standesamtlich heiraten. Und dann haben Freunde von uns gesagt, ist doch ganz klar, ihr heiratet in Griechenland. Und ich so, ne, ich halte mich da raus. Also, nicht wegen mir. Ja, dann waren wir auf der Heimfahrt und dann sagt er so, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann sollte es aber halt schon irgendwie ein schöner Ort sein. Und dann war erst Santorini im Gespräch und es war aber so schweineteuer, ja, also die Unterkünfte waren so schweineteuer, weil wir gesagt haben, wir nehmen schon Familie und Standesbeamte, Trauzeugen mit. Ja, und haben dann halt da geheiratet. Und das habe ich alles
man sich heute überlegt, das habe ich alles von hier aus organisiert. Ich war kein einziges Mal vorher in der Location. Wir haben nicht Probe gegessen und gar nichts. Ja? Ich war voll im Vertrauen und es hat alles mega geklappt. Ja, und seitdem, also dann war ich ein paar Mal mit meinem Ex-Mann da, dann haben wir uns getrennt 2018 und 2019 war für mich so der erste Urlaub, so nur für mich alleine mal wieder, nach, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und da dachte ich so, ach, warum nicht auf Kreta, ja, dahin fliegen, das was war, abschließen und quasi neu starten. Und als ich da aus dem Flieger, da kriege ich jetzt gerade noch Gänsehaut, als ich da aus dem Flieger ausgestiegen bin, hatte ich ein Gefühl, ich bin zu Hause. Ich habe mich immer strange hier gefühlt in Deutschland. Und da war es wirklich so, also ich, das war dunkel, das war mitten in der Nacht. Da ging die Tür von dem Flieger auf. Man hat dieses Meerwasser gerochen, diese Kräuter. Und ich denke so, geil, ich bin daheim. Und seitdem ist es für mich einfach Magic. Und jedes Mal, wenn ich auch da bin, also ich fliege ja nicht dahin mit der Intention, dass da Transformation passiert, weil irgendwann reicht es mir dann auch. Aber es passiert einfach so da. Mhm. Und jetzt bin ich auch schon irgendwie, keine Ahnung, das, ich glaube, mehr als 10 Mal in der gleichen Gegend gewesen. Und jedes Mal entdecke ich neue Orte. Also vielleicht auch sogar im selben Dorf andere Orte wieder, ja, die irgendwie geil sind. Also es ist irgendwie, das ist eine... Und energetisch ist es einfach eine geil magische Insel, sagen ganz viele Leute, was ja mit verschiedenen Dingen zu tun hat. Ja, da kann ich mich sehr gut erinnern, als wir uns auch kennengelernt haben, zusammen saßen, hast du mir auch darüber erzählt, über diese Energie und da warst ja du auch gerade so in diesem Prozess letztlich auch der Transformation, Transformation ist ja immer so dieser, ein viel benutzter Begriff in der Coaching-Szene, ja. Aber letztlich halt dieser Veränderungsprozess, sag ich mal, auf dieser inneren Reise, vielleicht was so dieses spirituelle, energetische betrifft, dann aber auch tatsächlich im Äußeren das Thema Trennung und ja, so den eigenen Weg finden, aber auch im beruflichen Umfeld, wo ja auch du mir erzählt hast, ja, du hast deine Kündigung schon längst geschrieben, was ich so spannend fand. Was ist denn da der Status eigentlich, würde mich gerade mal so interessieren. Die hängt noch am Vision Board. Ja, wir hatten im Vorgespräch ja schon ein bisschen kurz gesprochen, dass ich hatte mir Ende letzten Jahres eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich bis Ende diesen Jahres aus meinem, Hauptjob draußen bin, um dann voll und ganz auch nach Kreta zu gehen. Also weil das ist so mein Ziel, eben halt nach Kreta auszuwandern. Und dann hat sich aber irgendwie, dann habe ich gedacht, okay, ich muss dem Universum ein Zeichen schicken und schreibe die Kündigung schon mal, ja, und hänge die halt an mein Vision Board, was auch gut ist, weil da haben sich so ein paar Dinge jetzt gelegt. Ich habe eine andere Aufgabe übernommen, die mich nicht mehr so stresst, was mich mehr in die Ruhe bringt, ja, was mir halt auch mehr Ruhe bringt, um mein Business aufzubauen, auch mehr Ruhe bringt, um das Auswandern nach Kreta auch mit Sinn und Verstand vorzubereiten. Und ich bin auf der einen Seite ein sehr verkopfter Mensch und auf der anderen Seite sehr spirituell, aber mein Kopf braucht halt schon auch irgendwo noch das Sicherheitsthema, obwohl ich weiß, dass es das eigentlich nicht gibt, ja. Mhm. Genau, aber ich habe so das Gefühl, wir hatten ja kurz vorher drüber gesprochen, ich glaube, so in einem Jahr wird das so Realität werden, spätestens. Mhm. Woher nimmst du dieses Urvertrauen, dass das alles dann genau so richtig kommt und genau an diesem Ort stattfinden wird? Stichwort Energien. Also das Urvertrauen, dass es nach Kreta geht und ich irgendwann auf Kreta lebe, das war 2019, das war einfach da. Also das spüre ich wirklich schon sehr lange, auch in meinem Körper, dass das kommt. Also ich sehe mich auch da, ich sehe mich da auch wirken. Also ich sehe mich nicht nur im Online-Bereich wirken, ich sehe mich da Retreats machen, ich sehe mich da wohnen in einem Haus. Also das ist mega präsent. Das Urvertrauen an sich war schon lange gestört. Also ich habe schon immer eine sehr gute Intuition gehabt, ein sehr gutes Vertrauen als Kind.
Und dann wurde mir das als Kind abtrainiert. Dann war das irgendwann mal so als junge Erwachsene schon wieder da. Also ich blame jetzt niemanden, ne? Aber in der Beziehung mit meinem Ex-Mann war es schon oft so, dass ich was gespürt habe und das auch gesagt habe. Und er sagte, nein, so ist das nicht. Ne? Also das hat ja verschiedene, das hatte halt in der Konstellation der Beziehung, war das halt ein Thema. Und ich immer dachte, ne, und dann stellst du dich halt selber in Frage und denkst so, ja, okay, also mir selber kann ich auch nicht vertrauen. Also geht auch dein Urvertrauen weg, ja. Es kam dann schon eher schlagartig zurück, weil als wir dann getrennt waren, hat er mir dann mal gesagt, du, immer wenn du das und das gesagt hast, dann war das auch so. Also er hat es schon auch gespürt, weil er auch sehr feinfühlig ist, ja. Aber es hat schon auch gedauert. Also das war ein Teil meiner Reise, die so seit 2018 begonnen hat, da wieder mehr Vertrauen in mich selber reinzupacken. Und in meine Verbindung, die da ist, ja, weil ich schon immer, ja, es kommt immer mehr so raus, was ich als Kind quasi schon gesehen und erkannt habe und mit, ich sag mal, mit welchem Wesen ich auch gesprochen habe und so, ja. Und das war halt lange weg. Weil es ist halt ein Anerkennungsthema. Ja, ich meine, war ich schon der Einzelgänger in der Schule und die paar Leute, mit denen ich halt zu tun hatte, die wollte ich halt nicht auch noch verlieren. Und da habe ich mich dann halt lieber zurückgenommen und habe dann halt, ich sag mal, in den gesellschaftlichen Zwang reingepasst oder wollte da reinpassen. Das heißt, du hast immer gespürt, da ist diese Energie, da ist diese Wahrnehmungsfähigkeit und letztlich dieses Urvertrauen, diese Kraft in die eigene Intuition, aber irgendetwas hat dich dann letztlich dazu veranlasst, das irgendwo so ein bisschen zu unterdrücken, um halt so im gesellschaftlich konformen Strom so mitzuschwimmen. Ja. Wie kam das dann wieder zu dir zurück? Was hast du in deinem Leben verändert oder was waren so für dich, wenn du jetzt zurückblickst, so diese bewussten Schritte, die dir wieder Zugang zu diesem, zur Intuition und damit der ganzen Kraft, die da dran hängt, zurückzugewinnen? Also angefangen hat es mit einer Krise in meiner Ehe. Und da waren wir beide uns klar, dass es halt kriselt, ja, und dass es irgendwie so nicht weitergehen kann. Das war 2015. Und da haben wir angefangen. Da haben wir uns eine Heilpraktikerin hier gesucht, die arbeitet mit Human Neurocybernetics. Das sind so verschiedene, die gibt verschiedene Energien in deinen Körper, ja, und löst damit Blockaden auf. Das hatte ich kennengelernt bei einem Kollegen, der vorher immer Stress mit unserer Chefin hatte. Und irgendwann sage ich, sag mal, die stresst dich ja gar nicht mehr, was ist denn da los? Dann haben wir das halt erzählt. Und als ich dann halt den Stress mit meinem Ex-Mann hatte, dann haben wir beide gesagt, wir dürfen beide daran was arbeiten. Also das war uns schon klar. Und haben uns da jemanden ausgesucht und die begleitet mich auch heute noch auf meinem Weg. Und zu, der richtige Umschwung kam tatsächlich 2018, so kurz vor meiner Trennung. Da hat sie mir ein Seminar empfohlen. Im Frühjahr schon. Da kommt irgend so ein Medium aus England, da musst du unbedingt hingehen. Ich so, Medium aus England. Was macht die? Was soll ich da? Das ist ganz lange, sagt sie, melde dich aber gleich an, weil das ist immer ganz schnell ausgebucht, wenn ihr nach Deutschland kommt. Ich so, ach, im Sommer, 3 Tage bei der Wärme irgendwie drin sitzen in einem Seminar. Nee, mache ich nicht. Naja, 2 Wochen vorher hat es mich dann halt doch geritten, ja. Habe ich mich angemeldet und dann wurde tatsächlich da gerade ein Platz frei. Also es war dann meiner. Bin ich dahin, ohne zu wissen, was passiert. Und dann war so das erste Ding. Ja, okay, jetzt gehen wir mal in Zweiergruppen zusammen und jetzt heilt ihr euch mal gegenseitig. Und ich denke so, und wie? Weil da waren halt Leute dabei, die haben, meine halt schon 15 Jahre. Und ich war so der Nerd. Und da ging es halt um, in der Trance zu heilen und auch zu sprechen. Aber sprechen, sagte sie, das ist ein längerer Prozess, das Heilen geht relativ schnell, das bekommen die Leute relativ schnell hin. Aber dass jemand in der Trance sprechen kann, ist eher unüblich. Also wenn sie Zeit hätte, würde sie das machen. Was ist dann an dem Samstagmorgen passiert? Dann sagt sie, ah, sie hat sich entschieden, dass sie doch Trance-Speaking macht. Und sagt dann so, Veronika, kommst du mal vor? Und ich so, ich? was? Naja, dann saß ich da halt vorne vor irgendwie 20 Leuten. Dann hat die mich in Trance, 20 Leute, die fast alle kein Englisch gesprochen haben.
Dann hat sie mich in Trance geführt, hat mir Fragen gestellt. Ich habe da erzählt über Liebe und die Welt und es muss voll berührend gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Also die Leute hat es voll berührt. Und da dachte ich, okay, das ist irgendwie, das muss ein Teil meines Wirkens werden. Und in der Zeit hatte ich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und da ist dann irgendwie so eins zum anderen gekommen. Mhm. Wann war das? 2018. 2018. Mhm. Was hat sich dann seitdem bei dir getan, dass du auch für dich gemerkt hast, du möchtest in diesem Bereich ja selber tätig werden? Also mir war eigentlich nach meiner Ausbildung klar, dass ich nicht mein ganzes Leben lang für irgendjemanden arbeiten möchte. Ich dachte immer, es geht in den kreativen Bereich. Habe das auch schon mal nebenher gemacht. Habe so Dinge für den Alltag, Taschen und so designt und auch verkauft. Aber das war halt nicht mein Weg, ja. Und da war es eigentlich tatsächlich die Coaching-Ausbildung, dass ich da den Leuten wirklich in kürzester Zeit, ja, ich würde sagen, ich habe die Energie gedreht, ohne dass ich wusste, wie es geht, sondern ich habe halt ein paar, ich habe mich auf die eingestellt, ja, was ich einfach gut kann, weil ich eine geile Empathie habe. Und dann haben dann fühlen die Leute sich safe bei mir, ja, und dann erzählen die manchmal Dinge, die sie sonst niemandem erzählen, weil das war ganz oft die Rückmeldung. Auch in der Coaching-Ausbildung, wenn wir dann so geübt haben, war wirklich oft so das Thema, Veronika, das hat schon nie jemand erzählt, das weiß keiner von mir. Ich meine, ja, du, ich habe dich ja jetzt nicht gezwungen, ich habe dir nur eine Frage gestellt, ja. Und die waren immer so, die haben so gestrahlt, wenn sie dann, selbst wenn wir nur irgendwie 15 oder 20 Minuten Übung gemacht haben, dann haben die so gestrahlt. Und ich dachte so, geil, ich will, dass mehr Menschen so sind. Und nicht so grimmig, sondern die sollen so eine Leichtigkeit im Leben haben. Jetzt hast du ja gleichzeitig auch so eine Power, so eine Energie und die ich ja auch unglaublich schätze. Also ich kann mich erinnern, unsere ersten Gespräche, glaube ich, da haben wir einfach nur gelacht. Ja. Wie gehen Menschen damit um? Ja gut, manchen ist es schon zu viel, ne? Die sind aber halt nicht die richtigen für mich. Mhm. Aber das zu erkennen, war schon auch ein Schritt auf den Weg. Ne, weil halt das war sehr lange ein Glaubenssatz von mir, dass ich zu laut lache, dass ich zu viel Power habe, dass ich zu männlich, zu wenig weiblich bin, dass ich zu groß bin, dass ich zu dick bin, dass ich zu, ja keine Ahnung, die Leute überrolle. Mhm. Und da anzunehmen, dass es, also auf der einen Seite anzunehmen, dass es okay ist, wie ich bin, aber es schon auch steuern zu dürfen. Ja, aber wenn jemand so gar nicht mit Power klarkommt, dann ist es einfach nicht der richtige Mensch für mich. Puh, also, weil ich, wenn ich mich da zurücknehme, dann helfe ich den Menschen nicht ausreichend, weil dann bin ich nicht mehr ich. Und dann bin ich nicht mehr so connected, dann bin ich nicht mehr so klar, dann nehme ich den anderen auch nicht so klar wahr. Deswegen, die Power muss schon sein. Ich kann schon auch ruhiger, aber das ist wahrscheinlich halt für viele immer noch mit viel Power. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was sind dann so die typischen Menschen, mit denen du so zu tun hast? Ein Beispiel hast du ja gerade schon so genannt, so dieses, ja, wenn dann Menschen quasi halt so sich öffnen und auf einem und ja, so aus sich rauskommen, sind es dann eher so verschlossene Menschen, mit die auf dich zukommen oder wie sieht so dein typischer Kunde aus? Also meine typischen Kunden sind tatsächlich Leute, die eine ähnliche Story haben wie ich, die haben alles, aber die fühlen sich nicht glücklich. Also ich fange jetzt in der Woche ein längerfristiges Coaching mit jemandem an, der hat im Vorgespräch gesagt, wann wäre das gut, wenn wir unser Coaching abschließen? Dann sagt er, wenn ich mal wieder richtig glücklich bin. Also das wirklich zu fühlen und das in den Kleinigkeiten wieder zu sehen, ja, und sich auch wieder klar zu werden, was sind denn die eigenen Werte, was sind denn die eigenen Wünsche, die vielleicht nicht mit der Familie was zu tun haben, nichts mit den Kindern zu tun haben, nichts mit dem Job zu tun haben. Also die sind oft emotional leer, ne, die denken Gefühle, so wie ich das auch lange gemacht habe, die fühlen die aber nicht im Körper, also das ist oft ein Thema.
Und die sind halt, die setzen sich extrem unter Druck. Also einmal im Job, ja, weil sie da halt extrem viel leisten, und aber weil sie es halt anders machen möchten, weil sie tief in sich spüren, da will was anderes raus und dann wollen sie es partout gleich haben und wollen sich keine Zeit geben. Also dieses Vertrauen ist dann auch nicht da, ja. Und das spüren die aber halt. Also Vertrauen und Sicherheit ist immer das, was ich zurückgespiegelt bekomme. Das spüren die Leute irgendwie einfach bei mir. Also letztlich so das eigene, sage ich mal, das, wo du ja auch so diese zwei Pole hast. Also einerseits ist ja da doch so ein bisschen dieses Sicherheitsbedürfnis auch so, jetzt den alten Job hinter dir zu lassen und diesen Weg in dieses Neue zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, ja, diesen Weg irgendwie gestalten und diese Can-Do-Attitudes, also diese Einstellung so, alles ist möglich und dieses Urvertrauen, das da irgendwo da ist, dem auch Raum zu geben. Genau, und viele sind halt aber auch nicht mutig genug, ne? Weil sie halt zu sehr geprägt sind von dem, also ich empfinde es gerade in Deutschland so, viele sind so sehr geprägt von dem, was von ihnen erwartet wird. Ne? Also um irgendwie erfolgreich zu sein und Anerkennung zu bekommen, muss ich den nächsten Step auf der Karriereleiter machen. Und wenn ich den nächsten Step auf der Karriereleiter mache, dann suche ich mir halt irgendwie mit Anfang 40 einen Sport, in dem ich versuche, gut zu sein. Also für mich ist Triathlon so ein Midlife-Crisis-Sport. Also ohne jetzt Leute, ne, also das ist jetzt sehr Schublade. Aber das ist halt oft auch ein Thema, ja, wo die Leute die Anerkennung suchen. Ne? Und wo sie halt versuchen, es ist so ein Zugehörigkeitsgefühl, was denen fehlt. Die fühlen sich irgendwie strange, aber wissen nicht, wie sie irgendwie dazukommen können. Ist das was, was du aus deinem Leben auch kennst? Und wenn ja, aus welcher Stelle deines Lebens? Ach, das kenne ich aus meinem ganzen Leben. Ich war immer der Nerd. Also ich war immer also ich habe sehr lange Sport gemacht. Also ich habe irgendwie also ich mache Sport, seit ich 3 bin. Aber ich habe lange Basketball gespielt. So als 13-, 14-Jähriger habe ich das angefangen. Das war ja ein Teamsport. Aber da war es auch immer so, ich habe da nicht Wert drauf gelegt, damit denen danach irgendwie was zu machen. Weil das war mir, also wenn ich zurückwirkend, wenn ich so reflektiere, würde ich sagen, es war mir zu oberflächlich schon da. Ja, also ich kann es nicht anders sagen. Und dann habe ich lange gerudert und danach lange Rugby gespielt. Also zu ein paar der Rugby-Mädels habe ich schon noch Kontakt, ja. Und der ist auch eng. Und auch wenn wir uns irgendwie 3 Jahre nicht sehen, sind wir trotzdem so. Aber ich war schon immer so, ich bin ganz gut im Networking, ich kann ganz gut mit Leuten, aber die müssen mir halt liegen, weil ich halt krass spüre, was mir gut tut und was nicht. Und da lege ich halt heute extrem viel Wert drauf. Und in der Schule war ich immer die alleine. Ich bin immer die als Letzte gekommen ist. Immer auch sehr auffällig gekleidet, ja. Also Axl Rose war mein großes Vorbild so im Kleiderstyle in den 90ern. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Wann hat sich das dann oder wie hat sich das dann in deinem Leben weiterentwickelt oder wo hat sich das vielleicht dann sogar auch verändert? Ja, verändert hat sich tatsächlich eigentlich erst so seit meiner Trennung von meinem Ex-Mann, wenn ich ehrlich bin. Weil man hat mich ja so kennengelernt, dass ich eher so auf einer Party die Zurückhaltende bin, mir erstmal angucke, wie sind die Leute so drauf, ne? Und dann mich ins Getümmel stürze. Und deswegen hat man mir auch lange eingeredet, ich wäre ein Einzelgänger. Bin ich aber, glaube ich, per se nicht. Also heute habe ich jetzt keinen Stress mehr auf jemanden zuzugehen und dem meine Handynummer in die Hand zu drücken. Also hätte ich vor 10 Jahren niemals gemacht. Jetzt dies ja Mai gemacht, ja. Und es hat sich tatsächlich, also ich würde sagen, so seit 1,5 Jahren ungefähr ist es anders. Da fühle ich mich nicht mehr, ich fühle mich auch nicht mehr so alleine. Ne? Also obwohl ich ja alleine lebe, aber ich habe mich lange, also vor der Trennung, eigentlich fühle ich mich seit der Trennung nicht alleine, sondern ich bin gut bei mir und ich bin gut bei mir angekommen. Aber wenn ich so die Zeit betrachte, bevor ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, da habe ich mich schon sehr alleine gefühlt.
Ja, da war schon auch sehr viel Bedürftigkeit dann auch dabei, in diese neue Beziehung zu gehen, ja, weil ich es nicht aushalten konnte, so lange alleine zu sein. Und heute sage ich, okay, wenn ich jemanden kennenlerne und es passt aber für mich nicht, dann sage ich nach wenigen Wochen, sorry, irgendwas matcht nicht. Ich kann es manchmal gar nicht bezeichnen, ja. Dann versucht meine Intuition wieder irgendwas im Außen zu finden. Aber das Bauchgefühl ist halt da, dass es nicht matcht. Und da grenze ich mich dann halt ab, ja, weil mir wichtig ist, dass ich bei mir bin. Weil ich will klar für mich sein. Das ist mein Ziel im Leben. Da wirke ich am besten, da bin ich am besten, da bin ich am besten bei mir. Da kann ich anderen Leuten am besten helfen. Das ist einfach. Jetzt hast du einen großen Schwenk gemacht. Ja, nee, es ist vollkommen okay. Also ich meine, das ist ja auch immer so ist ein schönes Thema. Also gerade so dieses Nähe-Distanz-Thema, ich meine, das ist ja was alle Menschen irgendwo kennen. Und das Schwierige ist ja auch irgendwo, sage ich mal, das auch immer irgendwo so für sich selber auszugleichen und da so diesen, ja, Mittelweg zu finden, wann ist jetzt zu viel Nähe zu viel und wann ist irgendwie zu viel Distanz irgendwie zu viel, beziehungsweise ist dann das die Nähe zu wenig, die mir dann fehlt. Also das ist ja irgendwie, und da kommt ja auch wieder so dieses Fülle- und Mangelthema, was ja auch in der Coaching-Szene immer wieder ganz gern so benannt wird, ins Spiel. Was hast du daraus gelernt aus diesen Erfahrungen, gerade im Kontext Fülle, Mangel, auch vielleicht in Bezug auf ja, finanzielle Fülle oder andere Themen im Leben, wo du irgendwie gemerkt hast, von wegen, da ist was nicht in Balance, so wie es sein soll, oder wie es sich gut anfühlt? Also finanzielle Fülle ist ein Thema, was mich sehr lange begleitet hat in meinem Leben. Also eher der Mangel. Obwohl ich schon immer, also ich habe eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht und bin dann auch da hängen geblieben. Das heißt, ich verdiene eigentlich seitdem ich 19 bin, echt ganz gutes Geld. Ja, das war echt nie schlecht. Und es gab noch nie eine Phase, wo ich nicht gearbeitet habe. Ja, aber es ist nie was hängen geblieben. Ja, also das kam und das floss auch immer schön weg. Und es floss am Ende dann auch mehr weg, als reingekommen ist. Ich glaube, das kennt der ein oder andere da draußen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also für Nüsse, ne? Also ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie eine super geile Penthouse-Wohnung hier in Ladenburg, ja, die ich irgendwie vermieten könnte, sondern, keine Ahnung, Reisen, Auto, das waren so die großen Dinger, für die es weggegangen ist, ne? Also alles auch Momente, die ich erlebt habe und die ich nicht missen möchte. Aber so rückblickend denke ich schon so, naja, so ein paar Dinge hättest du halt nicht gebraucht. Egal, ist ja so. Also überhaupt Fülle, also da war für mich ganz lange das Thema, ich konnte das nicht annehmen. Ich war viel zu weh, ich war extrem viel in meiner männlichen Energie. Und wenn man in der männlichen Energie ist, die ist null im Empfangen. Also gilt ja auch für jeden Mann, wenn der nur in der männlichen Energie ist, kann er auch nicht empfangen. Und mit Fülle meine ich jetzt nicht nur, das hat ja nicht nur mit Geld zu tun, das hat auch was mit Kunden zu tun, das hat was mit Beziehungen zu tun, die wir miteinander führen, das hat auch was mit Materie zu tun. Und da ist ein krasser Glaubenssatz, den habe ich vor vielleicht 2 Monaten gelöst, der so mit Partnerschaft zu tun hat. Ja, also weil ich mich gefragt habe, was kann ich noch tun, damit ich die Fülle mehr annehmen darf. Und da kam an, nein, beziehungsweise ich habe mich da gefragt, was hält mich noch davon ab, den Partner in mein Leben zu lassen, der irgendwo da draußen rumschwirrt. Ja? Und dann kam halt an, dass ich noch nie Fülle gefühlt habe, Fülle erlebt habe, in einer Partnerschaft, also weder emotional noch finanziell, und dass ich Angst davor habe, dass ein Partner mir die finanzielle Freiheit nimmt, die ich mir mittlerweile erarbeitet habe. Mhm. Und das war natürlich schon, also für mich war das ein Knaller, ja, weil ich dachte, krass, was denkst du da, ja? Konnte das aber ganz gut auflösen, und was krass ist, seitdem fließt das Geld zu mir. Also der Partner schwirrt noch irgendwo da draußen rum. aber das Geld fließt zu mir, und zwar ohne, dass ich was tue. Also das ist irgendwie,
kann es gar nicht, also wie gesagt, es floss ja vorher schon zu mir, aber jetzt ist es irgendwie so, es bleibt auch da. Ja, und das kenne ich halt. Also vor 3 Jahren wusste ich nicht, ob ich am Ende vom Monat meine Miete bezahlen kann. Ja, und heute denke ich, also ich bin jetzt weit weg von Millionär sein, ja, und ich habe auch noch einen Haufen Schulden, die abbezahlt werden dürfen. Aber ich überlege mir halt nicht, ob ich ein viertes Mal nach Kreta fliege oder nicht. Also ich bin ja nicht im 5-Sterne-Luxushotel, ja. Mir reicht halt, heute reicht mir halt was Einfaches. Vor 3 Jahren wäre das niemals gegangen. Was? In ein Apartment? Mit einem Mini-Bad aus den 70ern? Ja, wo es halt sonst geil ist. Ne? Also da war halt nicht drin. Weil ich da halt auch noch so sehr in diesem Anerkennungsthema von draußen war. Und ich glaube, wenn man in diesem Anerkennungsthema noch drin ist, dann kann man die Fülle gar nicht wahrnehmen, weil dann versucht man die Fülle durch die Anerkennung im Außen zu bekommen. Und dann ist man aber halt trotzdem emotional leer. Und wenn ich halt innen nicht gefüllt bin, wie soll ich denn dann außen Fülle anziehen? Also ist letztlich so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Henne-Ei-Problem sozusagen. Also man sucht erst im Außen irgendwo nach dieser Fülle, nach diesem, ja, Geld, Liebe und was es da auch immer für Werte gibt, die einem wichtig sind. Das sind wahrscheinlich so die 2 meistverfolgten, anstatt sie erstmal in sich selbst, ja, zu suchen und dort zu füllen. Und das klingt wahrscheinlich für viele, ich meine, wenn ich zurückdenke, ich habe jetzt auch erst seit ein paar Jahren bin ich jetzt in dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich unterwegs und habe davor ganz normale Karriere gemacht, also mein systemkonformes Leben sozusagen gelebt, ja, und da hat es gut geklappt mit dem Geldverdienen, ja, da ist schön die Karriereleiter und alle 2 Jahre war ein geilerer Titel auf der Visitenkarte und ein bisschen mehr Geld und ein schickeres Auto und ja, super, läuft doch, ja, bis ich da irgendwann dann raus bin und auf einmal dann halt so diese ganzen inneren Themen bearbeitet habe. Spannenderweise seitdem läuft da nichts mehr, aber es ist halt auch, ja, aber es ist halt seitdem auch alles in dieser Veränderung. Das heißt, ich kann das total gut nachvollziehen, dass da natürlich dann auch so Zusammenhänge entstehen. Wenn es jetzt aber heute jemand hört, der in seinem systemkonformen Leben ist und irgendwo merkt, naja, irgendwie läuft doch alles, aber ich fühle mich trotzdem innerlich so leer, wie erklärst du dem, was letztlich zu tun ist oder wie du ihm helfen kannst, um das zu finden, was er jetzt gerade im Außen sucht. Das allererste, worüber wir oft sprechen, ist Werte. Weil die meisten Leute sich gar nicht darüber bewusst sind, was ihre Werte sind und welches Bedürfnis dahinter steckt. Also oft kommen die halt und sagen, okay, sie haben irgendwie meine Seite gefunden und hätten gerne ein Vorgespräch. Und da gehen wir halt, also es ist eigentlich schon ein kleines Coaching, was ich dann mitgebe, ja. Weil ich dann halt frage, was wünschst du dir? Ne? Und wenn mir dann jemand sagt, ich wünsche mir glücklich zu sein, dann sage ich, ja, was bedeutet das konkret für dich? Und das können die Leute nicht sagen. Genauso wie Leute mir sagen, Freiheit ist ihnen wichtig oder Unabhängigkeit, dann sage ich, ja, was konkret bedeutet das für dich? Ne? Und dass die Leute sich mal damit auseinandersetzen, was heißt diese Phrase eigentlich wirklich für mich selber? Weil für den einen kann Glück sein, ich wohne in einer riesen Penthouse-Wohnung, ich habe ein riesen Auto, keine Ahnung was. Für den nächsten ist Glück, dass er einfach immer sagen kann, okay, ich habe meine Sachen nur im Rucksack und ich kann dahin gehen, wo ich will. Für den einen ist das Freiheit, den anderen bedrückt das aber, ja, weil der denkt, oh Gott, wo gehe ich morgen hin? Deswegen bin ich auch ein Fan von persönlichem Coaching, ja, also ich biete auch Gruppenarbeit an, ja, aber ich finde, das hat halt so seine Grenzen, weil jeder halt sehr unterschiedlich ist und jeder hat andere Bedürfnisse. Und für mich ist immer der erste Schritt zu sagen, was möchtest du? Das müssen die Leute klar haben, sonst nehme ich die Leute auch nicht an. Also bin ich auch krass, ja, und sag, sorry, du hast kein klares, du weißt nicht, was du möchtest. Also wie soll ich, wenn du nicht klar bist, zu sagen, was möchtest du, wie soll ich dir dann helfen? Klar, ich kann dir Karten legen und natürlich kann ich channeln und so, ja. Aber das ist auch nicht das, was ich möchte. Ja, also ich möchte nicht, dass ich der Guru von denen bin, ja, und die dann jedes Mal sagen, Veronika, ich habe da ein Thema, sondern
Die sollen empowernd werden. Die sollen irgendwann selber laufen. Ich mache die Tür auf und durchgehen dürfen sie allein. Wenn du so an deinen eigenen Weg denkst, wie bist du diesem Thema auf die Schliche gekommen, was letztlich so die eigenen Bedürfnisse sind? Weil meistens kennt man ja das ja auch aus dem eigenen Leben irgendwo, diese Themen, die man dann mit den Menschen bearbeiten darf. Gehe ich jetzt einfach mal so davon aus. Also habe ich mal gehört. Ja? Ja? Also ich selber kenne es natürlich nicht. Ja. Nö, die waren immer da, die waren immer klar. Nein, natürlich nicht. Wenn es so einfach wäre, dann hätte ich, glaube ich, schon irgendwie was entworfen und würde das für echt richtig teuer Geld verkaufen. Nee, es ist eine Reise. Also für mich war es wirklich die Coaching-Ausbildung. Die habe ich im Jahr 2018 im Januar angefangen und die ging über 12 Monate. Und da war halt so, ja, das hat sich so aus den einzelnen Übungen dann auch ergeben. Natürlich haben wir auch Übungen gemacht, wo es wirklich darum ging, deine Werte rauszufinden. Aber eigentlich war so am Ende so ein Konglomerat gestanden nach den 12 Monaten, wo ich gesagt habe, ja, da will ich hin. Das ist so das, was mich innerlich auch erfüllt. Und wenn ich jetzt aber, ich sage es mal, Ende 2018 betrachte und 3 Jahre später Ende 2021 anschaue, hat sich das auch da verändert. Also meine Grundwerte sind gleich. Freiheit und Unabhängigkeit ist mir das super Wichtigste auf der Welt. Also wenn mir das auch jemand versucht zu nehmen, und das ist egal, ob das beruflich ist oder in der Familie jemand ist oder ein Partner ist, das geht für mich gar nicht. Da bin ich weg. Also das ist, ja, nee. Aber das, was ich mache, hat sich halt verändert. Ne? Und wie ich es mache, hat sich halt auch verändert. Also da sind halt Dinge dazugekommen, weil ich meine, man entwickelt sich ja, also ich bin ein super wissbegieriger Mensch, ja, und die Leute, die zu mir kommen, in der Regel auch. Ich bleibe ja nicht stehen, ne, sondern man hört halt bei dir in einem Podcast mal über irgendjemand was, ja. Man liest irgendwo was, ja. Da fällt einem Buch irgendwie in die Hände, dann nimmt man an einem Workshop teil, ja. Also man muss dann schon gucken, dass man trotzdem ins Tun kommt, ne, das vergessen dann halt manche. Aber ich sage es mal so, der Mix hat sich verändert. Also der ist halt jetzt nicht nur mehr Coaching-Übungen, so diese klassischen, systemischen, holistischen Ansätze, sondern da fließt halt auch ein Channeling ein. Weil jedes Coaching, das ich mache, da bin ich halt verbunden. Also ich bin verbunden mit der Quelle. Und dann läuft es durch. Deswegen liebe ich online, weil da kann ich die Session aufzeichnen. Weil dann manchmal fragen mich die Leute, du hast da in dem Coaching das und das gesagt. Und ich so, echt? Weiß ich gar nicht mehr. Weil es kommt halt durch. Mhm. Das heißt, für diejenigen, die das jetzt nicht zuordnen können, was ist Channeling genau? Channeling bedeutet für mich, also ich weiß nicht, was der Wikipedia-Begriff ist, ja, aber für mich bedeutet Channeling, mich zu verbinden mit dem Kosmos, mit allem, was es im Kosmos gibt. Das ist für mich so die Quelle, wo wir alle miteinander verbunden sind und da meine Informationen abzurufen. Und das kann, also für mich selbst frage ich natürlich auch Dinge ab, ja. Aber wenn ich zum Beispiel in Coaching reingehe, wenn ich mich auf ein Coaching vorbereite, dann frage ich immer, was ist es, was ich jetzt gerade wirklich zu dieser Session, zu diesen Menschen brauche? Heute, um das Beste zu seinem besten Wohl die Session zu machen. Manchmal ziehe ich, also entweder kommen dann gleich Informationen durch, spiele ja so eine Karten, ich liebe Karten, Kartendecks. Manchmal ziehe ich auch eine Karte dazu, die mir dann nochmal ein bisschen mehr Klarheit gibt. Wie bist du letztlich zu diesen Tools gekommen, mit denen du heute arbeitest? Die sind mir durchgegeben worden. Also Karten habe ich entdeckt auf meiner eigenen Reise, weil da die Heilpraktikerin, Therapeutin, mit der ich da arbeite, die arbeitet auch sehr viel mit Karten, aber halt nicht so, ich lege dir jetzt die Karten, sondern du ziehst eine Karte, schaust sie dir an und was bedeutet sie für dich? Und dann sind mir Karten immer wieder in den Seminaren, die ich gemacht habe, über den Weg gelaufen. Und dann war ich mal auf einem Seminar bei diesem Kyle Gray. Das ist so der Engelmensch aus
Großbritannien. Also der hat wohl sehr früh auch schon Engel gechannelt und so. Und da war ich auf einem Seminar bei dem und habe beim Reinlaufen auf, und ich dachte noch so, ich kaufe heute kein Merchandising-Kram. Ich bin einfach nur zum Seminar da und laufe in diesen Raum rein, da als so ein Tisch. Und da lag so ein Kartendeck, wo ich dachte, ey, boah, das hätte ich voll gerne. Und dachte so, nein, ich kaufe jetzt heute nichts. Und dachte dann so, okay, wenn es am Ende noch da ist, dann nehme ich es mit. Ja, und da hatte irgendwie 5 da liegen und 1 war am Ende noch da. Und dachte ich so, okay, ist meins. Und das ist mein Deck, was mich echt immer begleitet und was so mega akkurat ist. Also, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja, und die anderen Tools, die kommen so. Also, ich gebe das halt oft auch ab als Intention, ne? Wenn ich das Gefühl habe, es darf wieder irgendwie, das darf dann Push geben an Tools, dann bitte ich halt das Universum darum, dass es mir nochmal Tools zeigt. Und entweder kommt dann was ich selber für mich channel, oder ich lese irgendwo einen Beitrag oder stolper über ein Buch. Oder jemand empfiehlt mir ein Seminar. So kommen die Tools zu mir. Hättest du dir früher vorstellen können, so in den Zeiten, als du mit dir nicht so gut verbunden warst, mit deiner Intuition, dass du irgendwann mal so arbeiten wirst? Was hätte dein altes Ich damals gedacht, wenn es wüsste, wie du heute über solche Dinge denkst? Spinnst du? Energien und so. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin ein sehr verkopfter Mensch. Also ich meine, ich habe eine Banklehre gemacht, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also das ist schon sehr, sehr krass technisch, ja, und sehr krass an den Dingen, die man greifen kann, sage ich immer, ja. Und ich habe mir das nie vorstellen können, also auch als ich vor 6 Jahren angefangen habe, mich überhaupt mit mir zu beschäftigen, da war das so weit weg, da habe ich schon gedacht, das sind die Spinner, ne? Das sind die Leute, die irgendwie so am Fels sitzen mit ihrem weißen Gewand, lauter Kerzen um sich rum und da irgendwie Heiti-Teiti singen und keine Ahnung. Ist das bei dir nicht so? Mach ich so einen Eindruck? So stelle ich mir das bei dir auf Kreta vor. Nein. Nee, ich mach schon. Ich bin schon jemand, der. Ich habe so meine Rituale, ne? Ich meine, also im Hintergrund brennt jetzt auch eine Kerze, ja, weil ich halt, hatte ich dir ja vorher auch gesagt, ich habe eine Karte gezogen für das Interview, einfach als Intention, ja, und für mich einfach, keine Ahnung, um mich, warum eigentlich? Weil es mich nochmal mehr mit mir connectet, glaube ich, deswegen. Nee, ich finde es wichtig, dass es nicht nur ich bin spirituell, würde ich sagen, aber nicht so esoterisch spirituell. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Also das hat alles seine Berechtigung. Man braucht alles für jeden. Ja, also irgendwie findet jeder seinen richtigen Weg. Aber meins ist es halt nicht, nur so da zu sitzen. Also weil ich war mal auf einem Seminar. Ich liebe es, in der Verbindung zu sein. Fragen zu stellen, Informationen zu bekommen. Aus meiner inneren Weisheit und dem, was aus dem Kosmos ist. Und ich war mal auf einem Seminar und da ist eine Teilnehmerin, die hat der Teacher, den wir hatten, der hat die kaum zurückbekommen aus der Trance. Und dann hat er gesagt, hast du mich nicht gehört? Und dann hat sie gesagt, doch, schon, aber ich wollte dort bleiben. Ja, und das ist nicht mein Anspruch. Also ich lebe hier, also das habe ich mir halt ausgesucht, hier zu inkarnieren. Das ist die materielle Welt, in der wir leben. Aus der kann ich jetzt nicht flüchten. Also ich meine, außer ich bin halt ständig da, aber dann bin ich halt vielleicht auch irgendwann in der Klapse. Weil dann wirklich nicht für die Leute. Für mich muss es ein Zusammenspiel sein. Und für mich ist es auch kein Gegensatz, super spirituell zu sein und trotzdem irgendwie hier zu leben und Dinge hier zu kreieren und Dinge auch Realität werden zu lassen. Ist das auch etwas, was Menschen, mit denen du arbeitest, bei dir besonders anspricht? Ja. Also es kommen. Also diese beiden Welten so miteinander verbindest? Ja. Wobei die schon eher kommen, weil sie mich eher hier in der materiellen Welt sehen.
Also die sagen dann schon, ich erzähle dann aber im Vorgespräch auch und sage dann schon auch, ey, hör zu, wenn wir ein Coaching machen, dann kann das sein, dass ich vielleicht mich nicht daran erinnere, was ich am Anfang der Sitzung gesagt habe, weil ich mich halt verbinde und erkläre das dann halt. Und dann sagen die, das ist okay für sie. Sie wollen das jetzt erstmal nicht wissen, wie das geht, ja, weil es kann ja jeder, was auch okay für mich ist. Aber die sagen schon auch, sie kommen wegen dem, sie hätten das auch rausgelesen aus meiner Webseite. Ne? Das ist dann schon so das, was ich als Feedback bekomme, weil da, ich finde, damit muss man offen umgehen. Also wenn die sich halt einen Coach wünschen, der nur systemisch arbeitet, bin ich auch die Falsche. Also ist da einfach auch ganz klar vorher das Setting und damit letztlich auch das, was sie dann da bekommen. Ja. Wie verbindest du das jetzt mit deiner hauptberuflichen Tätigkeit, wo du ja, nehme ich mal an, was anderes machst? Ja, indirekt. Also ich bin ja seit 2012 im Personalbereich tätig und habe da lange jetzt Fachbereiche betreut, aber auch immer alles gemacht, also von der Einstellung bis zur Kündigung. Und da ist es, also, und jetzt seit Anfang Juli, da hat sich mein Job gewechselt. Seit Anfang Juli arbeite ich nur noch im Recruiting. Und da ist es schon viel Verbindung. Da ist es schon viel spüren, passt der Mensch zu uns. Also fachlich, das kann ich auch nicht beurteilen, weil das so speziell ist, was die Firma macht, bei der ich arbeite. Aber passt der menschlich? Und schon immer, also seit ich 2012 in diesen Bereich reingerutscht bin, schon immer war es so, wenn ich im Gespräch gesagt habe, hör zu, der passt. Nee, also der mag fachlich ein total geiler Typ sein oder die, aber der passt persönlich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass der mit dem Team matcht, dass der mit dir matcht. Ich glaube, das und das sind die Punkte, die da aufkommen könnten. Und der Fachbereich sich trotzdem entschieden hat, den zu nehmen, haben wir uns meistens spätestens Ende der Probezeit von den Menschen getrennt. Also ich meine, ist ja nicht geil, ne? Ich meine, das will ja keiner haben. Aber ich dachte dann so, okay, also hört doch einfach mal auf mich. Hat man dann da auch nochmal so ein Abgleich gemacht letztlich, was dann die Punkte waren? Oder hast du da selber nochmal einen Einblick bekommen? Weil da wäre es ja ganz spannend, das nochmal so auch für einen selber vielleicht, das, was man am Anfang so, was einem die Intuition gesagt hat. Meistens ist es ja dann später auch so, aber man erinnert sich halt nicht mehr an alles. Vielleicht gibt es dann so einzelne Sachen nochmal, wo man dann irgendwie so, habe ich es doch gewusst. Ja, schon. Also ich meine, da ich ja wirklich alles betreut habe bis Ende Juni diesen Jahres, wirklich von der Einstellung bis zum Austritt, kam halt die Führungskräfte irgendwann auf mich zu und haben gesagt, du, der mit dem, das funktioniert nicht so ganz richtig. Und dann habe ich natürlich gefragt, weil ich musste es ja auch dem Betriebsrat verklickern. Wir sind ein kleiner Laden, also da irgendwie ständig Leute in der Probezeit rauszuwerfen, ist ein bisschen blöd. Mhm. Und dann habe ich natürlich gefragt, was sind die Themen? Und dann kam es halt hoch und bei so der einen oder anderen Führungskraft konnte ich es mir halt nicht verkneifen, zu sagen, naja, aber da haben wir doch drüber gesprochen. Ja, weißt du, Veronika, ich weiß. Aber weißt du, ich brauche halt unbedingt jemanden. Aber die sind dann halt auch so, dass sie jetzt mittlerweile sagen, nee, wenn die hören halt auch mittlerweile mehr auf ihre Intuition. Ne, weil die haben es ja auch gespürt. Also es war ja nicht nur ich, die gesagt hat, das passt nicht, sondern die haben es auch gespürt, aber haben sich halt nicht getraut, da drauf zu hören. Weil ich meine, wer im Business sagt, dass er auf die Intuition hört? Ich meine, wenn das jetzt einer meiner Chefs hört, werden die wahrscheinlich sagen, okay, Frau Stamos, kommen Sie mal nächste Woche zum Gespräch. Aber es ist so, es ist faktisch so. Ja. Gut, ich meine, das ist ja überhaupt die Herausforderung in unserer, sag ich mal, sehr verstandsgetriebenen Welt. Das merken wir ja auch in anderen Lebensbereichen, gerade auch was unsere gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Wir machen alles irgendwie an Zahlen, Daten, Fakten fest. Und ich sag mal jetzt in Zahlen, Daten, Fakten getriebenen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel in dem Vertrieb, kann man das jetzt noch nachvollziehen, wo es halt dann bestimmte Umsatzzahlen gibt, an denen dann Erfolge gemessen werden. Aber am Ende des Tages, wenn es dann eben wieder um Teams geht oder um, keine Ahnung, ich selbst war zum Beispiel ja auch ganze Zeit lang im Networking-Vertrieb unterwegs, wo es halt darum ging, ja, die richtigen Kontakte zu knüpfen, wo jetzt nicht alles immer sofort an dem Umsatzziel festgemacht werden konnte, sondern erstmal an der Qualität des Kontaktes oder an dem, was letztlich daraus sich ergibt. Und das würde ohne Intuition gar nicht funktionieren. Aber mir war es zum Beispiel damals gar nicht so bewusst, dass das letztlich da so ein entscheidender
Faktor ist. Wie hast du das so für dich kennengelernt und eingestuft und vor allem auch dann so diese Brücke geschlagen zwischen dem, wo du herkommst? Du hast ja gesagt, du hast auch eben so klassisch technische Richtung oder sehr kopflastige Ausbildung gehabt und bist aber jetzt in dem Bereich, wo die Intuition super wichtig ist. Wie hat sich das so für dich gestaltet, auch also für dich und auch für das Ganze, für dein Umfeld letztlich? Also irgendwie war es schon immer da, ne? Also ich war schon immer auch irgendwie, also vielleicht nicht wegen meiner Intuition, aber ich glaube so wegen dem Gesamtpaket, ja, weil meine Empathie war irgendwie schon immer auch für andere super sichtbar. Ich habe die nie so wahrgenommen, ja, was ja auch ein bisschen was mit Intuition zu tun hat. Ich war auch oft diejenige, die man irgendwie in einem Team haben wollte. Oder auch mal einer meiner Rugby-Trainer, ja, der hat mich mal auf ein internationales Turnier mitgenommen und hat gesagt, du, also ich weiß, dass es noch bessere Leute auf meiner Position gibt. Ja, also das brauchst du mir jetzt nicht schönreden. Warum hast du mich mitgenommen? Und er hat gesagt, weiß ich, aber du hast Erfahrung, das ist das eine für mich. Du bist ruhig, du kannst auch das Team führen, obwohl du nicht Kapitän der Mannschaft bist, aber du gibst die meine Kommandos da weiter und ich brauche jemanden, der alle zusammenhält und die kommen alle zu dir. Ja. Und das ist aber halt auch was, ich glaube halt auch, das zeigt sich halt auch, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin. Also der Schwenk kam tatsächlich, als ich ins Personal gewechselt bin. Weil ich ja da mehr angefangen habe, noch mehr im Kontakt mit den Menschen zu sein. Ja, regelmäßiger Austausch mit den Führungskräften, die irgendwas brauchten. Ja, und da mit meiner Empathie auf die einzugehen und intuitiv ihnen die richtigen Dinge zu sagen, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie super, keine Ausbildung im Personal, ja, aber ihnen die richtigen Dinge mit auf den Weg zu geben, wie sie mit schwierigen Mitarbeitern umgehen können. Ja, wie sie vielleicht ein Vertriebler, der nicht so, weil geiles Beispiel finde ich nämlich, weil oft ist es nämlich mangelgetrieben, der Vertrieb, ja, weil oh ja. und deswegen kommen auch die Zahlen nicht, ne? Also da wundern sich Unternehmen, dass sie sich um das Ziel setzen und dass die Zahlen da nicht kommen, aber wenn halt jeder in dem Unternehmen denkt, wir erreichen dieses Ziel sowieso nicht, wie soll das funktionieren? Also das ist eine self-fulfilling prophecy. Also brauchen wir noch nicht mal was mit Energie am Hut zu tun haben. Das ist richtig, ja. Und da einfach so in dieser Kombination mit Intuition und Empathie den Leuten die richtigen Tipps zu geben. Das ist so das, wie sich dann halt auch in meinem Berufsleben wiedergespiegelt hat. Und das kam halt so mit der Zeit einfach. Ja. Kann ich, also ich häng gerade so in diesem Vertriebsgedanken drin. Also ich habe gerade ganz viele Déjà-vu-Momente von Vertriebsmeetings und denke mir, ja, hätte ich das damals gewusst. Gut, wahrscheinlich hätten sie mich dann alle angeschaut wie ein Fragezeichen und gedacht, was will denn der jetzt? Ja, wir wollen doch irgendwie hier unsere Umsatzziele erreichen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das halt da draußen in der Praxis halt ganz oft so ist und man aber gar nicht dahinter kommt, was eigentlich jetzt das Problem ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch wahnsinnig viel Potenzial letztlich dahinter liegt, weil wenn viel mehr Menschen dieses Potenzial wieder viel mehr entfalten würden, dem Raum geben würden, und auch das ist ja schon wieder so ein Begriff, Raum geben, also loslassen, Raum schaffen, damit was reinkommen kann, da würden wahrscheinlich viele Betriebswirtschaftler oder Vertriebler sagen, ja, Moment mal, erstmal müssen wir wissen, dass da irgendwie wieder was reinkommt, bevor wir irgendwas loslassen können. Wie gehst du mit sowas um, auch jetzt in der Praxis, wenn du mit Menschen arbeitest und denen sagst, okay, jetzt müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen was loslassen oder erstmal einen Raum schaffen, bevor da das reinkommen kann, was du willst? Wie reagieren da Menschen drauf? Also im Coaching verstehen sie es, weil ich es ihnen dann erkläre. In meinem Hauptjob verstehen sie es, glaube ich, nicht. Also die meisten Unternehmen verstehen das auch nicht. Ja, weil da fehlt dann halt das Vertrauen. Ja, also, und so erkläre ich es halt auch meinen Coach, die bei mir im Coaching sind. Ich erkläre halt, wenn du nicht vertraust, wie soll dann was kommen? Also, ich arbeite ja viel mit dem Universum, ja? Und wenn ich nicht dem Universum vertraue, warum soll es denn mir vertrauen? Also, das ist ja eine wechselseitige Beziehung. Also, wie mit jedem Menschen, mit jedem Tier, keine Ahnung, ja? Also, wenn ich einen Hund habe, also ich kann jetzt nicht gut mit Hunden umgehen, ne? Aber so stelle ich mir das vor, wenn ich einen Hund habe und immer die Angst da habe, dass der irgendjemanden beißt, wenn ich unterwegs bin,
dann wird dir das wahrscheinlich auch zeigen im Außen. Gehe ich mal von aus. Ja, wenn ich aber darauf vertraue, dass der Hund auf mich hört, ja, also weil ich einfach weiß, dass wir eine gute Connection zueinander haben, dann brauche ich gar keine Angst zu haben, dann kann ich ihn wahrscheinlich ohne Leine laufen lassen. Also weil ich hatte heute so ein Beispiel, als ich spazieren war. Und da waren zwei Kläfferhunde, die Frau an der Leine haben musste. Und ein Mann hinter mir, der hat seinen Hund nur beiseite genommen und hat gesagt, du bleibst ruhig, du brauchst nicht auszurasten, wir gehen ganz ruhig da vorbei. Der hat ganz ruhig mit seinem Hund gesprochen und der hat nichts gesagt, der hat nicht gebellt und gar nichts und ist dann den vorbei und dann ist er wieder freigelaufen. Ich dachte, hey, so soll es sein. Wenn es mit den Menschen so auch funktionieren würde, wäre eigentlich auch mal ganz lustig, oder? Ja, aber wenn sie vertrauen, dann passiert es auch. Und was die meisten Leute halt feststellen, wenn sie anfangen zu vertrauen, ist halt auch, dass ihr Umfeld sich ändert. Ne? Weil oft ist es ja schon so, also im Business-Kontext noch mehr, als wenn jemand im 1:1 zu mir kommt, ja, ist es schon so, die anderen sind so. Dann sag ich mir, die anderen kannst du nicht ändern. Also ich meine, du kannst dich aufregen über die, das ist in Ordnung. Dann gebe ich dir Tools mit, wie du schneller aus der Aufregung kommst und nicht so tief in den Ärger reinsteigst, auch in Ordnung. Aber wenn du wirklich was ändern willst, änder dich selber. Ja, nee. Wie sollen die sich dann die anderen ändern? Mach's einfach mal 3 Monate und dann sprechen wir weiter. Und auch im Business-Umfeld ist es so, auch da ändert sich's. Also, ich habe relativ lange mit meinem vorherigen Geschäftsführer eine sehr angespannte Beziehung gehabt. Ich bin da morgens nur reingekommen und er hat mich abgefreakt. Wirklich, ich habe den nur gesehen und dachte so, boah, ey, kein Bock. Dann habe ich mir mal gedacht, okay, ich gehe jetzt jeden Morgen da rein und sage, ich sende dem Liebe. Klingt total bescheuert. Habe ich auch nie dran geglaubt, dass das funktioniert. Naja, das habe ich halt mal 4 Wochen gemacht und seitdem war wir waren quasi Best Friends, kurz bevor der gegangen ist. Mhm. Ja, also da ist auch ein anderer Austausch passiert. Weil ich meine, der andere spürt das ja. Also es ist letztlich so ein bisschen was, auch die Intention, mit der ich etwas tue, die dann auch die Schwingung, die Qualität der Schwingung irgendwo beeinflusst. Ja. Ja, jetzt schaue ich gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon fast 1 Stunde gesprochen. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mich würde jetzt noch so ein bisschen interessieren, wie so bei dir der Ausblick ist. Jetzt haben wir ja so ein bisschen mitbekommen, so wo du herkommst und wo so die Wendepunkte waren und wie das Ganze sich so im Business, aber auch in deiner selbstständigen Arbeit widerspiegelt. Wie stehen denn für dich so die Zeichen? Wir wissen ja, in welche Richtung es geht, örtlich zumindest. Das scheint ziemlich eindeutig zu sein. Was steht bei dir auf der Uhr und was sind so für dich so die nächsten Schritte, die du jetzt gehen wirst? Also bei mir steht tatsächlich auf der Uhr auf Kreta zu leben, weil ich mich halt da so krass, ich bin da einfach noch mehr ich. Ne? Also ich meine, ich bin schon auch hier ich, aber da fällt es mir noch leichter einfach. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach Magic für mich. Ja? Und das möchte ich gerne immer in meinem Leben haben. Und nicht nur, wenn ich da in Urlaub fahre, ja, sondern das darf immer in meinem Leben sein. Und da ist es, also da fühlt es sich tatsächlich innerlich so an, dass das so in einem Jahr passieren wird. Und ich denke dann, dass auch in einem Jahr sich das Thema mit meinem Hauptjob erledigt haben wird. Weil die werden es vermutlich nicht mitmachen, dass ich auf Kreta lebe und von dort aus arbeite. Obwohl es ginge. Ich meine, hat uns ja die aktuelle Situation gezeigt. Also ich habe auch Es ginge alles, aber ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Und dann wird halt mein Business. Also da arbeite ich ja jetzt auch dran. Ja, das fängt an zu laufen. Das ist auf unterschiedlichen Beinen steht es. Mir schwebt halt auch vor, mehr nicht so viel online zu machen. Also ich habe auch Anfragen jetzt von Leuten, die wirklich sagen, können wir es nicht face-to-face machen? Also wirklich vor Ort machen. Und das ist halt nochmal schöner, finde ich. Ja, und ja, mein neuestes Projekt ist ein 6-Monats-Programm, was ich gerade ausarbeite, weil mir wichtig ist, dass die Leute wirklich auch ins Tun kommen. Also ich mache super gerne auch Einzelsessions, keine Frage, hilft auch, aber oft verpufft es halt. Also anders kann ich nicht sagen. Also es ist nice, es ist uns in der Situation super wichtig und es gibt natürlich dann trotzdem auch Tools damit,
Aber wenn jemand wirklich Veränderung will, braucht es einfach eine Zeit. Also, ne, jeder, der dir was anderes verspricht. Also, wenn es wirklich den gäbe, der sagt, du kommst ein Wochenende zu mir, und wir drehen dein Leben um 180 Grad, der wird wahrscheinlich 1 Million verlangen für das Wochenende. Also. Und selbst wenn es so wäre, bis all das sich ja entfaltet, braucht es ja dann doch wieder Zeit. Also ich sage mal, ja, das eine ist wirklich, ist es dieser Impuls, aber dann das Ganze dann auch, bis sich das entfaltet. Ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Meistens ist es ja nicht dieser eine Impuls, sondern meistens sind es ja viele. Und selbst wenn du den einen Impuls im Zeitstrahl an dem Moment bekommst und noch gar nicht bereit bist, dann hat der gar nicht den Effekt. Ja. Ist ja auch wieder sowas. Also damit, also es ist ja auch wiederum dieser Prozess. Aber super spannend. Jetzt hast du ja auch erwähnt, Kreta, und die Arbeit vor Ort. Wird es da auch irgendwas? Ist da schon was geplant? Gibt es irgendwelche Ideen? Ist irgendwas auf deinem Vision Board oder wird da irgendwas draufkommen? Also jetzt gerade noch nicht, aber ich sehe mich immer in so einem Retreat-Center, also und ich kenne jemanden, jemanden kennt, der ein Retreat-Center da betreibt. Also ich sehe mich immer in so einem Raum, wo man auf der einen Seite in die Berge gucken kann und auf der anderen Seite so auf den Hof raus. Und ich spüre, dass da mehrere Menschen also nicht nur Teilnehmer dabei sind, sondern mehrere Menschen, mit denen ich das zusammen mache. Also mein Gefühl ist, dass ich eine Connection mit mehreren Leuten bilden werde und da zusammen was anbieten. Weil für mich ist, weil du sagtest, was richtig ist, es muss auch sacken gelassen werden. Und für mich ist auch immer wichtig, dass es im Körper ankommt. Und das braucht einfach, gerade bei sehr verkopften Menschen, braucht es, dass Veränderung, die da oben stattfindet schon, ne? Also die wissen oft Dinge, wie sie gehen. Also auch wenn die zu mir kommen, dann haben die schon ein paar Dinge vorher gemacht. Aber die spüren das noch nicht. Und solange sie es nicht spüren, passiert es nicht in der Realität. Also so doof es ist, aber that's the way it is. Das ist genau diese Distanz wieder zwischen Kopf und Herz, Genau, ja. genau. Und da glaube ich, dass man halt tatsächlich, wenn man so eine, das kommt jetzt gerade beim Sprechen, wenn man so eine Kombination hat zwischen jemand, der eher die Verkopften abholt, wie ich, ja, der halt so das Mindset bearbeitet, da schon auch energetisch dran geht, weil jedes Mal, wenn ich das mache, mit denen was mache, ist es auch immer energetisch, aber dann auch jemanden zu haben, der es auf der körperlichen Seite noch mit integriert durch was auch immer, ja, das müsste man dann noch gucken. Ich glaube, das wäre eine geile Kombination und ich glaube, das ist eine geile Kombination, die Leute noch mitnehmen können, weil die verknüpfen ja dann auch die Mindset-Veränderung mit dem, was sie da körperlich gemacht haben. Egal, ob wir eine Yoga-Session machen, ob wir zusammen meditieren würden, ob wir, keine Ahnung, Shiva-Shakti-Tanz machen, dann verbinden die diese Veränderung, die da passiert ist, damit und machen das vielleicht nicht regelmäßig, aber sie erinnern sich dann mal irgendwann wieder dran, dann, ah, ich könnte ja mal wieder meditieren. Ja? Ja, Also es kam jetzt gerade so beim absolut. Ja, super, super Ja. spannend. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, liebe Veronika. Wenn jetzt jemand zugeschaut hat, der sich davon angesprochen fühlt, was würdest du demjenigen als so den Tipp mitgeben, wo du sagst, Mensch, das hat mir am meisten geholfen, um da so diese Transition oder diesen Übergang hinzukriegen aus dieser verkopften Welt hin zu dem, wo du heute bist? Was hat mir da am meisten geholfen? Ruhe. Also mir Zeit zu nehmen für mich. Also auch wenn es jetzt vielleicht in dem Interview jetzt nicht so rüberkam, weil ich doch eher viel Power habe, aber ich gönne mir auch Zeiten der Ruhe. Das war der größte Game Changer für mich überhaupt, weil, aber sich das zu erlauben, das können halt viele Leute nicht, ne? Weil die denken dann halt, boah, jetzt irgendwie nur im Schwimmbad liegen oder nur auf der Couch liegen halben Tag. Da wollen doch die Kinder und meine Frau will und eigentlich will ich Sport machen und dann müsste ich meditieren. Da wirklich nichts zu machen, das war und ist noch ein riesen Game Changer. Super, super guter Tipp. Und auch den könnte man jetzt wieder kognitiv erläutern, aber das wollen wir jetzt nicht, glaube ich. Das ist jetzt ganz schön, den so stehen zu lassen, sondern vielleicht einfach mal für euch da draußen als Tipp, probiert's doch mal aus.
probiert doch einfach mal aus, genau das zu tun, worauf ihr gerade Lust habt. Und wenn das halt gerade ist, nichts zu tun, dann ist es nichts zu tun. Genau. Und auch das kann ein Just Fucking Do It sein, indem ich einfach mir genau das mal erlaube und jetzt nicht irgendwie das nächste Business irgendwie und das nächste Startup gründen und den nächsten Mitarbeiter einstellen und den nächsten Vertriebserfolg holen, sondern einfach mal nichts tun. Ja. Liebe Veronika, wir beide tun jetzt auch nichts, denn wir haben jetzt ein wundervolles Interview geführt und ich danke dir recht herzlich für den Einblick in deine Geschichte und die schönen Impulse. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wie immer, wenn ihr Fragen und Impulse habt, dann dürft ihr gerne die Kommentarfelder nutzen, je nachdem, wo ihr das Interview seht. Wenn ihr Lust habt, mit einem von uns in Kontakt zu treten, dann gibt es in den Shownotes entsprechende Links und Möglichkeiten, wo ihr uns und unsere Programme und Webseiten und all den geilen Scheiß findet, den wir so machen. Und ich danke fürs Zuschauen und Veronika, dir lieben Dank fürs Dabeisein und Teilen. Danke dir, lieber Manuel, und danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt.